Ein herzliches Willkommen zurück in Sims 4, die 50 Baby Challenge. Hallöchen YouTube, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben hier gerade alle ins Bett geschickt, da sind wir stehen geblieben. Und ja, jetzt starten wir bald wieder in den Dienstag. Die Kinder gehen gleich alle wieder zur Schule. Ich freue mich tierisch darauf, wenn sie alle aus dem Haus sind. Wir können eigentlich auch den nächsten Daddy schon bespringen. Weil in der letzten Folge ist ja unsere Elsa ausgezogen. Ich bin im Fernsehen. Hallo, hallo. So ist mein Standardwort. Irgendwie damit fängt fast jede Folge an. Genau, wir haben aber ein Problem. Ich habe nämlich gestern, und das war auch die Frage, die Tabby stellen wollte, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und hallöchen, Elli, ich habe dich gerade gelesen. Es tut mir leid, kannst du das nochmal schicken? Rechts unten sind verstört, wie die ersten beiden Eigenschaften. Blase und Spaß. Warum? Wer liegt denn da? Wir hatten gestern ein Problem. Ich habe ja gesagt, dass ich noch die Kinder alle ins Bett stecke und damit wir halt jetzt tatsächlich damit wieder starten, dass die alle aufstehen und so weiter und so fort. Und dann plöppte eine Nachricht auf in der Mitte des Bildschirms von Draco Malfoy, einem der Väter, und zwar von Mina und von Haribert von Harrington. Und ich habe nur gelesen, ich kümmere mich gerne mit um den kleinen Fratz. Und dann kam Draco Malfoy, weil ich okay geklickt habe, mit einem Koffer in mein Haus und hat sich hier für die nächsten Tage häuslich eingerichtet. Ich kriege ihn nicht weg. Ich kann das nicht abbrechen. Er wohnt jetzt hier. Ich kann ihn nicht steuern. Ich kann nichts mit ihm machen. Er lebt jetzt hier rent-free die nächsten Tage. Es ist einfach furchtbar. Und das Schlimmste ist, er legt sich nicht zu der Mutti ins Bett. Nein, nein. Er schläft hier unten bei den Kindern. Das ist einfach ein Gedicht. Es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar. Das hat mich sehr gestört. Ich habe ihn versucht wegzuschicken mit dem MC Command Center. Er ist dann auch gegangen und kam dann wieder. Ja, den Koffer von ihm habe ich verkauft für 0 Simoleons und er ist halt jetzt da. Der Igel wohnt jetzt hier. Im Kalender, das geht. Oh, Tatsache. Abbrechen. Ja. Dankeschön, Kätzchen. Danke, Kätzchen. Oh mein Gott. Gehst du jetzt bitte? Können Sie bitte gehen? Hättest du das mal vorher gewusst? Ja. Och, er geht. Ist das schön. Er geht mit Gott, aber er geht. Ist das ein Traum? Dankeschön, Kätzchen. Danke. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich muss den jetzt hier mit durchfüttern. Oh, das habe ich auch überlegt, Nick. Das hatte ich versucht, aber er hat sich reingeglitscht. Bisschen leid tut er mir nun ja schon. Aber er wäre halt eine ganze Woche geblieben, ne? Ich finde das schon ein bisschen aufdringlich. Und ja, die Kinder leben im Keller tatsächlich, weil da gab es ein großes Problem. Ich hatte keinen Bock, ein neues Dach zu bauen. Ich bin nämlich mit Dächern nicht so gut befreundet. Deswegen haben wir hier oben einfach alles so gelassen, wie es ist. Ich habe an dem Haus überhaupt nicht viel verändert, nur den Keller gebaut. Weil ich den so schön riesig geräumig machen konnte. Wir haben jetzt hier so eine Duschabteilung mit ein bisschen Klo, mit ganz vielen Pflanzen, ganz viel Grün. Der Brutkeller, genau. Und ja, die Kinder haben hier auch alles, was sie brauchen eigentlich. Die haben so ein bisschen Spielzeug, die haben hier Töpfchen, die haben hier Badewannen, die haben alles, was sie brauchen. Und sie dürfen sich ja natürlich auch frei nach oben bewegen, so ist ja nicht. Also es ist ja nicht so, als würden sie hier draußen nicht spielen. Im Grunde für die älteren Kiddos ist es eigentlich auch nur tatsächlich die Schlafenszeit, die findet unten im Keller statt. Die restliche Zeit verbringen sie eh oben. Ich würde sagen,
Wir starten jetzt damit, dass wir die Mutti mal auf den Pott schicken. Die Kinder gehen jetzt alle zur Schule. Die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe, dass jetzt heute wieder die besten Noten nach Hause kommen, weil dann können wir nämlich heute Nachmittag den nächsten Baby-Daddy einladen. Den haben wir uns ja auch schon ausgesucht. Da gehen sie alle zur Schule. Ist das ein Traum? Tschüss. So. Dann kannst du dir mal was anziehen, Kind. Und was zu frühstücken nehmen. Ist das nicht schön? Kühlwalda ist zur Schule. Haribert, Aurora, Mina. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Außer durchgehend Tageslicht und frische Luft. Das kriegen sie ja oben. Mensch, was schöne Pflanzen, wa? Warum die wohl da stehen? Ja, spül es nicht ab. Stell es einfach hin. Das ist ein guter Plan. Das ist sehr gut. Was will der denn jetzt schon wieder hier? Gehen Sie bitte. Ich möchte nicht. Was ist denn mit ihm? Sir, Sie sind ganz schön aufdringlich. Wenn ich das mal so sagen darf, ne? Also wirklich. Du musst auch lernen, loszulassen, Draco. Das ist genug. Der will seinen Koffer wieder. Der ist weg. Der Koffer ist weg. Wieso haben wir noch Hunger? Wir haben nur einen Brownie gegessen, ne? Mhm. I see. Jetzt müssen wir leider warten, bis die Brut von der Schule kommt, weil ich habe das gute Gefühl, dass unsere Kinder... Könnte man ein bisschen fleißig lernen hier. Unsere Teenager gleich größtenteils erwachsen werden. Sie ist Zweier-Oberschülerin ausgezeichnet. Alles geben. Aurora, Verbesserung mittelgroß. Die wird auf jeden Fall Einser-Schülerin. Sie ist schon Zweier-Oberschülerin. Sie ist schon Zweier-Oberschülerin. Hase, Dankeschön für 21 Monate. Oha. Das ist eine ewig lange Zeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nicht aufdringlicher als Konsti, das stimmt. Konstantin war um Längen anstrengender. So, was können wir denn machen? Ich wollte sie angeln schicken, deswegen war ich hier hinten. Sie könnte noch mal ein bisschen angeln gehen. Das macht sie gerne, da kriegt sie Spaß in den Backen. Dann geh mal angeln, Kind. Sehr gut. So. Baby, Porsi, Baby. Wo ist mein Daddy? Der ist in der Welt eingezogen. Der ist in der Welt eingezogen. Aber der nächste wird ja Milo. Wir haben uns den ja schon hier warm gehalten. Oh, das Ableben durch Verbrennen. Halt, stopp. Zieh dir mal was Kühleres an, Kind. So, jetzt aber. Yes, yes. Ja, das wäre jetzt schlecht gewesen. Wobei, wir hätten ja schon Elsa gehabt. Elsa hätte ja schon weitermachen können. Die ist schon eine schöne Simmin, ne? Muss man sagen. Ach, schön. Sie fängt hier einen Fisch nach dem anderen. Gleich haben die Kinder Schule aus. Das ist sehr, sehr gut. Könntest ja hier noch ein bisschen im Wasser spielen gehen. Und wir haben, glaube ich, Rechnungen, oder? Nee, haben wir nicht. Haben wir doch, haben wir nicht. Ich glaube, wir hatten Rechnungen. Nee, scheinbar nicht. Dann hol mal die Post. Wer weiß, was das ist. Weiß der Geier, was das ist. Die angelt sich Männer wie Fische, das stimmt, ja. Das stimmt wohl. Irgendwie war da gar nichts. So, jetzt gucken wir erstmal, wer hier jetzt älter wird. Wir gucken uns das mal an. Wir haben einmal Aurora. Wie sieht's da aus? Ist noch immer Zweier-Oberschülerin. Zwei. Aha, wir kriegen noch zwei Teenager dazu. Kühlwalda und Leon werden älter.
Das heißt, wir kochen mal einen Kuchen. Let's go. Und unsere Mädels, ihr könnt ja hier mal ein bisschen im Wasser spielen. Das gibt euch Freude. Ja, du kannst duschen gehen eigentlich. Und Pipi machen jetzt, bevor du älter wirst. Und sie macht das Gleiche. Sie geht einmal duschen und nochmal Pipi machen, bevor sie älter wird. Dann geht das nämlich gleich los. Pania, wir brauchen dich aktuell nicht. Ich will nicht unhöflich sein. Wer bist du denn? Ach, das ist unser Butler. Excuse me? Kannst du bitte rausgehen? Das Kind will duschen. Ich glaube, takt. So, Kuchen ist fertig. Das ist wundervoll. Mach mal Geburtstagskerzen da drauf. Bevor das jemand isst. So, dann haben wir ihn einmal. Oder sie müsste jetzt eigentlich eher fertig sein. Ne? Dann gehst du mal bitte die Kerzen ausboosten. Los, Kühlwalda. Lauf. Muss immer mein kleines Baby sein. Ja, auf jeden Fall. Ruben, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Wer will hier schon wieder ableben durch Verbrennen? Ich glaube, takt. Heißes Wetter, Outfit. So. Um Himmels Willen. Haben wir noch jemanden, der nicht seine Sommersachen trägt? Sie? Sie sitzt auch drin. Sie trägt ihre Sommersachen, ne? Kannst auch Pipi machen. Kühlwalda bekommt Kind des Meeres. Interesting. Vielleicht geben wir ihr dann auch hier dieses Inseldingsbums. War das nicht hier? Ort. Da ist was. Strandleben. So. Haben wir einmal Kühlwalda und jetzt haben wir noch Wehe. Du nimmst dir davon was. Ich glaube es wohl. Jetzt mach mal da noch deine Kerzen drauf, Junge. Sei weiter nett. Huh. Wer ist das in dem roten Kurzen? Gucken wir gleich sofort. Rotes Kurzes, was meinst du? Was meinst du, was meinst du? Sie nicht. Meinst du sie? Das ist Mina. Mina sitzt gerade fauchend auf dem Klo. Mit einem Buch. Woher hast du so viel Geld durch Kinderunterhalt? Ich habe über den MCC-Mod habe ich Kindesunterhalt eingestellt. Und da kamen bei den ersten Malen sehr viel bei rum. Das war ein bisschen blöd. Oh, das passt aber Musik und Tanzwütig. Aber wir haben das schon ganz gut ausgegeben eigentlich. Oh, dann geben wir ihm intensives Leben. Und dann gucken wir uns die auch mal beim... Ach du Schande. Die Shorts. Oh, help. Gucken wir uns die beim Cars an. Bisschen viel, 500 Leute. Ah, das war schlimm. Das war richtig schlimm. Elsa ruft an. Ja, wir können ruhig plaudern. So, das ist Leon. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihm eigentlich nicht die Haare wegnehmen. Ich wollte... Nein. Ich wollte jetzt jedes Einzelne wieder zurückmachen, damit ich die Haare wieder bekomme. Okay. So. Er ist von Damon. Der Gute ist von Damon Salvatore. I don't know. Und sie ebenfalls. Oh, sie hat einen Ring an. Der glitscht natürlich mit den Lashes. Okay, als Kind fand ich sie jetzt nicht so schön. Als Erwachsene geht es eigentlich. Die Wangenknochen sind sehr ausgeprägt. Und hallo Geno, wie geht's dir? Süß ist sie geworden. Oh ja, oh ja. Darum die Baby-Challenge. So. Dann kleiden wir die beiden mal ein bisschen fresh ein. Er hat irgendwie merkwürdige Augenbrauen. Ich würde ihm gerne ja so ein bisschen buschigere Augenbrauen geben. So ist schon nur
Die waren besser, glaube ich. So, er kriegt auch Lashes, aber kurze. Und vielleicht so, dass die oben zwar dunkel sind, aber unten etwas heller. Nicht so lang. So ist gut. So ist gut. Perfekt. Ich könnte heute mal 30 Minuten früher Feierabend machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich. So. Er hat eigentlich... Eigentlich steht ihm die Frisur schon. Ich würde ihm die Frisur einfach lassen. Die Frisur lasse ich ihm mal. Als Alltagsoutfit. Er hat jetzt einen sehr interessanten Look, ne? Da hat EA wirklich alles gegeben mit dem Random Button. Eieiei. Vielleicht können wir bei ihm mit... Oh, die Weste steht ihm gut. Also er ist ja so in die Tänzerrichtung. Da hätte ich zum Beispiel schon eine Hose im Sinn. Die war so ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hallo Speedy, wie geht's dir? Finde den Vibe von seinem Auto gar nicht schlecht. Nee, meinen Vibe trifft's nicht so. Das ist nicht so mein Geschmack. So gar nicht. Die Hose ist ganz cool. Ich konzentriere mich jetzt gerade nur auf die Hose. Schuhe und Oberteil habe ich gerade komplett ausgeblendet. Vielleicht mache ich einmal so. Das bringt einen sonst durcheinander. Nee, die Hose war es auch nicht, an die ich denken musste. Aha. Da gab es eine Hose. Die fand ich ganz passend für ihn jetzt. Wer ist das denn? Mit einem Bart wäre... Soll der gleich noch einen Bart bekommen? Da kriegt er gleich noch einen Bart. Das ist gar kein Problem. Nee, die ist es auch nicht. So eine ist ganz cool eigentlich. Nur den Vibe, nicht das Auto. Ja, der Vibe an sich war ganz cool. Das war so ein bisschen locker, lässig, ne? Nicht so streng. Aber der soll ja sowieso, der ist ja so Tänzertyp. Weiß noch nicht, in welche Richtung ich da... Doch, ich weiß eigentlich schon, in welche Richtung. Ich finde nur die Box nicht. So ähnlich war die... Ich hab sie gleich. Oder war die das gerade schon und ich habe mich gescampt, weil die eine andere Farbe hatte. Das kann natürlich auch sein. Na, warte mal. Ich finde die aber gar nicht übel. Ich trinke. Die Goa-Hose hat was? Was ist denn? Was ist denn Goa? Und Hallöchen, Lin. Rosa ist nice. Fandst du die Rosa-Hose besser? Ich find's halt so schön, weil man hat da halt so eine krasse Bewegungsfreiheit drin. Ne? Und ich dachte, wegen Tanzen. Die ist natürlich auch was. Die finde ich gut. Oh, vielleicht in weiß. Und dann gucken wir mal nach vielleicht einem rosa Oberteil. Keine Sounds? Nein. Nicht bei YouTube-Videos. Wir sind ja gerade auf YouTube. Die Aladdin-Hose. Ja, ah, so, okay. Okay, okay. Die heißt Goa. Liegen nicht erst seit der 90er Jahre im Trend und bieten sich für Frauen und Männer als lässige Sommergarderobe an. In ihrem Grundcharakter erinnern Goa-Hosen an klassische Pluderhosen, die durch ihren weiten Schnitt zu einem sehr luftigen und leichten Tragegefühl beitragen. Ah, die lange ist besser, ne? Diese. Kann man gut drin rumzappeln. Ja, genau, das meinte ich. Sind wir Pergenet? Noch nicht. Noch nicht. Oh, vielleicht mit so etwas. So einem offenen Hemd. Aber da wäre das... Da hätten wir weiß und pink. Was halten wir davon? Sieht super aus. Okay, dann brauchen wir noch Schuhe. Der kriegt auf jeden Fall Turnschuhe.
Haben wir da vielleicht auch so einen Pinkton irgendwo bei? Ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche eine Brille. So wie ich immer die Augen zusammenpressen muss. Aber das ist wegen der Luft gerade hier. Hier kommt gerade so krasser Durchzug. Was gut ist, ich will mich nicht beschweren, bitte nicht falsch verstehen. Aber da trocknet die Augen aus. Wir brauchen Schuhe. Tänzerschuhe. Das hier sind für mich so Tänzerschuhe. Aber die sind ein bisschen zu krass. Die waren jetzt auch wirklich hässlich. Das waren keine Tänzerschuhe. Die sind zu zartrosa. Ich möchte nicht schon wieder mit weiß gehen. Kommt die Farbe so ein bisschen an diese Streifen hier ran? Ja, ne? Hallöchen, Paul. So, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Kein Streamrelle, alle zum nächsten Stream. Ich renne jedes Mal, wenn Fesi mich sieht, bin dadurch schon viel fitter geworden. Eieiei. Oh, die sind gut. Die passen tatsächlich zu den Streifen. Die Farbe ist wie die Farbe von den Streifen hier oben. Die nehmen wir jetzt. Dann braucht er noch ein heißes Wetter-Outfit. Das ist es auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, was EA sich dabei gedacht hat, aber das ist es auf gar keinen Fall. Oh, warte, es gibt doch hier das mit den Kopfhörern. Ja. Oh, my goodness. Das ist gut. Warte. Ah, nee. Obwohl, doch, mit dem Pause und so weiter, das ist ganz gut. Und einen Schluck trinken. Ja, stimmt. Das ist der Bruder von Kühlwalda, genau. Mach das, Geno. Mach das. Schlaf schön. Wie war dein Tag, Fesi? Wie geht's dir? Hab noch nichts mitbekommen. Mir geht's gut. Mein Tag war entspannt. Wie war dein Tag? Wie war die Arbeit? Ich hoffe, nicht allzu anstrengend. Und wie geht's dir? So, Beinbekleidung. Klar, du darfst eine kurze Hose tragen, aber das war ein bisschen zu kurz. Ne? Sind wir uns einig, Junge. So, die hier ist in Ordnung. Aber ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen in die helleren Farben gehen. Wir haben an den Kopfhörern haben wir Gold und Weiß. Die geht doch. Die ist doch wunderbar für den Sommer. Und dann noch ein paar schicke Schuhe drauf. Vielleicht einfach so Sandalen. Mit Socken. Ich habe das Gesicht verpasst. Das kommt jetzt gleich. Ich zoome gleich nochmal ran. Wir wollen ihm ja eh noch einen Bart verpassen. Hier die. Ja, warum nicht? So. Das ist er, der Gute. Dann kriegt er jetzt einfach so ein bisschen Flaum, wa? Was trägt denn die Jugend so für Bärte? Ich bin da überhaupt nicht up to date. Haben die nicht alle jetzt im Moment so eine Schnörresphase? Wo die sich so ein Schnörres wachsen lassen? Vollbart. Er hat sich besser erwischt als seine Schwester, das stimmt. Glitzert der im Sonnenlicht? Nein. Der ist gut. Der hier, ne? Irgendwie steht der dem. Haben wir das auch in ein bisschen zarter? Oh nee, das meinte ich nicht mit zarter. Das habe ich nicht gemeint mit zarter. Wolverine. Oh, ach, ich weiß nicht. Ja, wir lassen den. Wir lassen den Bart. Das ist vollkommen okay. Jetzt Kühlwalda. Toni Stark. Arbeiten wir mehr und außer das maximale Schwitzen im Zug geht's mir gut. Das ist schön. Das ist schön. Kühlwalda auch mit Bart. Nein, Kühlwalda bitte nicht mit Bart. Sie hatte diese Frisur als Kind. Die stand ihr eigentlich ganz gut. Vielleicht braucht sie ein bisschen... Vielleicht kriegt Kühlwalda einfach diese Haare. Die stehen ihr ganz gut. Die lenken auch so... Es ist so böse. Es ist wirklich böse. Wir müssen aufhören, so böse zu sein.
Aber so ein bisschen andere Haarfarbe sehe ich bei ihr schon durchaus. Das steht ihr ganz gut. Vielleicht andere Augenbrauen, das auf jeden Fall. Let the hate flow through you. Die betonen ihre Augen zu sehr. Aber das hier ist doch jetzt ganz nett. Dann hat sie die blauen Haare mit den blauen Augen. Hallo Niklas, wie geht's dir? Mir geht's gut, dankeschön. Bis auf die Wimpern. Die Wimpern ändern wir jetzt. Die Augenbrauen passen wir jetzt auch noch an. Sie kriegt jetzt erstmal normale Wimpern. Oder vielleicht ein bisschen krassere? Das zieht die Augen so ein bisschen mehr nach außen. Oder nur oben. Dann wirken die nicht so zusammengedrückt. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Dolle Wimpern und nur oben, dann wirken die nicht mehr so, ne? Ich sehe bei der eine kleine kreisrunde Nasenbrille. Wow. Ein Piercing könnten wir auch noch schauen. Ich finde sie gar nicht hässlich, ehrlich gesagt. Als Kind fand ich sie nicht so schön, muss ich zugeben. Aber jetzt so finde ich sie eigentlich hübsch. Sie kriegt die schwarzen Augenbrauen zurück. Die hatte sie ja vorher. Und vielleicht machen wir die Augenbrauen auch ein bisschen schmaler. Sie sind halt sehr, sehr, sehr tief unten, ne? Die Augenbrauen. Die dürfen auf keinen Fall so, ja, so extrem ins Auge stoßen. Die sind sehr, sehr tief unten. Die sind ganz gut. Die ziehen alles auch so ein bisschen mehr, ne? Die Monobrau sah schön aus. Abrasieren, um Gottes Willen. Nee, die finde ich gut bei ihr. Die ziehen alles so ein bisschen mehr nach oben. Das ist vollkommen okay. Vielleicht sollten wir ihre Lippen, weil sie hat sehr schöne Lippen, vielleicht sollten wir die auch mal betonen. Oh mein Gott, what happened there? Wo sind meine Zöpfchen hin? Warte. Wo sind die Zöpfchen? Da! Ja, besser. Vielleicht sollten wir auch schauen, dass wir ein bisschen ihre Lippen betonen, weil sie hat sehr schöne, volle Lippen. Meine Augen! Die Frisur war aber auch einfach schäbig. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist zu krass betont. Sollte schon ein bisschen zarter sein. Also nicht so bäm in dein Gesicht. Das ist schon so leicht. Bisschen weniger Deckkraft, maybe. Vielleicht so ein Braun, bisschen weniger Deckkraft. So, dann fallen die Lippen ein bisschen mehr auf. Das lenkt von den Wangenknochen ab. Was ist es und warum ist es? Ihr seid so gemein, aber wirklich. Alle Damen mit Bobschnitt dürfen jetzt weinen. Ach, Quatsch. Ich gucke nur mal ganz kurz durch. Ja, hier hat sie ganz viel Gedöns. Das machen wir erstmal weg hier alles, ne? So. Oh, what about a Brille? Wir können ja mal schauen, ob ihr eine Brille steht. Vielleicht haben wir hier tatsächlich irgendwo eine... Oh, das sieht cool aus. Sie kriegt im Sommer eine Sonnenbrille. Brille fand ich nice. Ja, selber Gedanke. Eine Wellenlänge, Porsche. Eine Wellenlänge. So. Warum wagen denn die Ringe bei den Wimpern? Ich weiß nicht. Ich finde das super ärgerlich. Die Brille ist schon ganz cool. Oh, das ist eine coole Sonnenbrille eigentlich. Wenn die wirklich dunkle Gläser hat, ist die richtig cool. Aber wir gucken nach normalen Brillen gerade. Ja, die ist zu krass. Aber die ist schön. Die schmale war wild. Die ist eigentlich ganz cool. Ah,
Ansonsten, was ist denn mit dieser? Die ist auch schön. Die steht dir gut. Die schmale Randlose war auch gut. Meinst du die? Die sie so weit vorne trägt? Monokel. 21 studiert Modedesign. Ja, wer weiß. Könnten wir auch jetzt Sonnenbrille machen. Aber wir nehmen die mal. Wir nehmen die mal. Und jetzt im Sommer kriegst du dann aber hier so eine schöne fancy Sonnenbrille auf. Wo ist die denn? Da. Die fand ich cool. Die steht ihr richtig gut. Obwohl sie sieht auch eher aus wie so eine Skimaske. Vielleicht kriegt sie die dann einfach mit getönten Scheiben. Macht das Gesicht weniger lang durch die Breite. Das stimmt. Doch, das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. So, dann schauen wir mal. Sie trägt ein Kleid. Das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Aber vielleicht haben wir da noch ein schöneres Kleid für sie. Oh, oder was ist denn? Warte, sie hat bunte Haare. Was hat sie? Strand. Und sie ist sehr selbstsicher. Also sie ist eher so der sommerliche Typ. Strand. Das passt eigentlich schon ganz gut dann damit, ne? Nicht für den Alltag, ja, das ist das Problem. Es passt zu ihr. Vielleicht als Sommeroutfit. Wir behalten das Kleid mal als Sommeroutfit im Kopf. Ah! Woran denkt man denn so bei Strand? Haben wir so ein Jumpsuit irgendwie? So, haben wir da so ein Overall? Haben wir nicht. Overalls hier. Was ist denn mit sowas hier? Das sieht aus wie ein Blaumann. Das ist ein Blaumann. Was ist denn hiermit? Orange. Oh, Orange ist krass. Oh, das Rot ist schön. Strohhut, Halskette und Sandalen. Strandwasserquallen, keine Pausi. Ja, same. Hotdog. Ich finde das Rot sehr schön. Das steht ihr sehr, sehr gut. Ich würde das lassen. Und dann an Schuhwerk gucken wir mal. Erstmal ist das jetzt für Alter. Crocs. Definitiv. Wir haben es. Das ist perfekt. Nein, ich würde sagen, vielleicht. Was könnte man denn da Schönes nehmen? Die glitschen leider durch die Hose. Das ist sehr schade. Machst du wieder Kinderin? Ja, wir machen gleich wieder Kinderin. Adiletten. Was denn mit denen hier? Was halten wir denn von denen? Die hätten wir auch in so einem ähnlichen Rot. Nee? Yes? Doch? Ich finde die auch gut. Ich würde die nehmen. Dann in Beige. Dann sind sie eins mit dem Fuß. Okay, dann nehmen wir die in Beige. Das ist vollkommen okay. Die passen, finde ich auch. Finde ich auch. Und jetzt schauen wir nur noch bei dem heißen Wetter, damit sie da nicht rumrennen wie ein Clown. So, da hatten wir. Oh, das ist natürlich auch sehr strandmäßig, ne? Ah. Ist sehr locker und leicht. Strand, ne? Ich habe jetzt nur noch mal geschaut, ob ich das andere auf Anhieb finde, aber das finde ich leider gerade auch nicht auf Anhieb. Gucken wir mal, was haben wir denn da noch für Swatches? Das sieht schön aus. Oh, das mag ich.
Nee, das nicht. Das ist auch toll. Aber das ist sehr dunkel für Sommer, ne? Ich würde das hier nehmen. Das. Yes, yes. Und die Schuhe, die finde ich eigentlich schon ganz in Ordnung. Wenn wir da jetzt einfach eine hellere Farbe nehmen, dann passt das. Wenn wir noch mehr Kühlwalder bekommen, werden das 250 YouTube-Folgen. Das ist gut mit dem Grau in den Blumen. Yes, 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 yes. Mach mir ein Kind. Kinder werden nicht gemacht, sie werden geboren. Dann bohr mir eins. Genau das. Tippen ist heute eine Qual. Alles gut. Alles gut. So, dann haben wir sie ja umgezogen. Sehr schön. Wunderbar. Dann jetzt direkt speichern. Ich freue mich. Wir waren jetzt sehr lange im Cars. Aber Cars ist wichtig. Warte auf eine Antwort. Sei mal ein bisschen geduldig, Kind. So.